Dieses Video wird präsentiert von Top Tables. Ja, hallöchen. Es ist Mittwoch und ich habe die neueste Ausgabe des Warhammer Age of Sigmar Stormbringer Magazin zu euch. Mein Urlaub ist vorbei. Jetzt gibt es wieder hoffentlich regelmäßig jeden Mittwoch die neue Ausgabe für euch. Mit Ascom 29 bekommen wir mal wieder Farbe. Namentlich genannt sind das Barakna Burgundy und Runelord Brass. Runelord Brass hatten wir auch so mit der Imperium-Heftreihe bekommen für die Necrons. Naja. Aber das Burgundy Burgundy, das habe ich noch nicht. Und das finde ich ganz cool. Ist auch, soweit ich es hier in der Dose sehen kann, ein sehr schöner Farbton. Und in meinen ersten Gedanken finde ich, passt das wunderbar für Umhänge und sowas. Und ich bin gespannt, für welche Einsatzzwecke das bei Stormbringer genutzt werden wird. Runelord Brass sehe ich hingegen ganz gut bei den Oruks für Waffen und sowas. Einfach so ein bisschen das bisschen alt aussehen zu lassen zum Beispiel. Ist nicht alles beides Basefarben. Und naja, wie es halt leider mit Ausgaben, wo nur Farben enthalten sind, ist, haben wir hier auch wieder einen leichten Preisnachteil. Er zahlt ein kleines bisschen drauf, aber da sind jetzt auch die Kosten, der Wert des Hefts an sich nicht mitgerechnet. Aber im Gesamtkontext der Heftreihe rentiert sich das nach wie vor und wird dann durch andere Ausgaben ausgeglichen. Welche Ausgabe euch für ein Preisvorteil gegenüber dem Kauf bei GameStop bietet, das erfahrt ihr in der Videoinfo. Dort ist meine Tabelle verlinkt. Erscheinungsdaten, Inhalte, Preisersparnisse und so weiter und so fort. Alles da unten zu finden. Ja, ich bin gespannt auf Burgundy. Und dann liegt noch hier dieses Extrablatt bei Armeen von Azir. Da geht es natürlich hauptsächlich um die sturmgeschmiedeten Ewigen mit einem ziemlich coolen Diorama mal wieder. Also ich muss sagen, das ist etwas, das kann Games Workshop einfach. Solche Dioramen, die dir so richtig Bock machen, in den Laden zu rennen, eine Box zu kaufen, die Miniaturen zusammenzubauen. Und dann sieht es gar nicht mal so gut aus wie auf dem Diorama-Bild. Zumindest bei mir. Ich hoffe, bei euch sieht es ein bisschen schöner aus als bei mir. Dann haben wir noch die Seraphon. Und ich glaube, ich habe da schon mal ein paar Mal drüber geredet. Ich habe damals zu Warhammer Fantasy-Zeiten Echsenmenschen gespielt und ist nach wie vor einfach eine meiner Lieblingsarmeen, weil ich halt Dinosaurier total cool finde und die Echsenmenschen auch einfach super schöne Modelle hatten. Ich habe leider noch keins von den ganz neuen Modellen. Hatte mir durch mein One-Page-Rules Patreon-Abo STL-Files für deren Echsenmenschen, Lizardman-Variante, habe ich mir ein paar Miniaturen mit gedruckt mit dem 3D-Drucker. Auch sehr coole Modelle. Aber ich muss sagen, die neuen GameStop-Modelle für die Seraphon sehen auch mega gut aus. Auch hier der neue Lord Croak. Fantastisch. Wird hoffentlich irgendwann noch Einzug bei mir finden. Dann, ja, seht ihr hier noch ein bisschen. Das ist auch so ein richtiger Oschi. Alter, ist das ein Viech. Ordentlich. Ein Chonky Drache. Chonky Drache. sehr schickes Artwork. Erinnert tatsächlich so ein bisschen an den imperialen Palast auf Terra aus Warhammer 40.000. Einfach so dieses opulente und riesige und ja fast schon Science-Fiction-mäßige. Also das hier sieht wirklich weniger nach High Fantasy, sondern wirklich mehr so nach Science-Fiction aus. Aber nichtsdestotrotz sehr cool. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö, hat nur alles. Das ist echt ein geiles Modell. Wow. So, dann gucken wir uns die Ausgabe auch noch an. Da sind dann, ja, wie gesagt, die beiden Farben enthalten und Reich der Himmel. Das ist jetzt. Ja, das ist dann hier. Aber das wird ja nicht alles gewesen sein. Deswegen schauen wir da jetzt mal rein. Das Reich des Chaos. Ich weiß noch nicht, wie die an Bilder von meinem Kleiderschrank gekommen sind, aber was soll's. Ja, und hier seht ihr dann auch so ein bisschen die verschiedenen. Ah ja, hier seht ihr
Slanesh gegen Korn, das ist, das war so ein Boxset. Oh Gott, wie hieß denn das? Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Boxset mit neuen Slanesh Modellen und neuen Korn-Modellen. Und da habe ich mir die Box geholt, habe dann die Korn-Miniaturen weiterverkauft, weil ich halt die Slanesh-Modelle haben wollte. Hat sich jedenfalls absolut gelohnt. Mega coole Box. Krieg der Plagen. Ja, das ist ein dicken Schnecker. Oh, Nave Schwarzkralle. Auch ein super tolles Modell, was ich mir irgendwann noch besorgen wollte. Und Krieg der Plagen, wie hieß denn das im Englischen? Ich weiß jetzt nicht mehr. Es war im Rahmen von Malign Portents. Hießen das, war das, glaube ich, mit, das waren dann extra Modelle, die halt eben für diese Kampagne oder für diese sag mal, Story-Erweiterung rauskamen. Schwarzkralle, Nave Blacktalon, unglaublich schönes Modell, muss ich mir irgendwann noch besorgen. Und hier Horticulus Slammox sieht halt auch mega krass aus, also da müssen wir hier dann noch, oh ja, noch ein bisschen mehr von Nurgle. Reich der Schatten 3, verschleierte Geschichte. Das sieht ein bisschen nach Daughters of Cain aus. Und hier noch ein bisschen was von Slanesh. Champions von Gur. Da können wir wieder ein bisschen was auswürfeln. Bemalanleitung, stumm geschmiedete Grundfarbe. Und tatsächlich wird Blabla Burgundi hier nur für die Griffe der Waffen benutzt. Für diese Ummantelung der Waffengriffe. Ich will nicht sagen verschenktes Potenzial, aber als Umhänger hätte es halt auch mega gut ausgesehen. Oh ja, oder hier wird so ein Pilz vom von den Gloomspite-Gits genutzt. Auch sehr schick. Oh ja. Und hier seht ihr die Verwendung für Runelord Brass. Und das passt natürlich wunderbar zu den Orucks. Macht gut was her. Und so sehen dann die Orucks nach aktuellem Stand mit Blabla Burgundi und und Brass, Runelord Brass aus. Dann wieder hier unser Regelfetzen. Da habe ich mich jetzt schon oft genug drüber aufgeregt. Da verschwende ich jetzt keine Worte mehr dran. Taktik der Ordnung. Naja, in diesem Abschnitt erhältst du taktische Tipps, wie du auf dem Schlachtfeld das meiste aus deinen Truppen der Ordnung herausholen kannst. Mit Tutorials zu Einheiten der sturmgeschmiedeten Ewigen, Silvernaf und Karadron. Dieses Mal wirst du einen genauen Blick auf den Kern vieler Armeen der sturmgeschmiedeten, die Vindiktoren. Das finde ich ganz praktisch, dass ihr zu den enthaltenen Armeen dieser Heftreihe Tipps kommt. Und das Ganze auch nochmal hier für die Orucks. Und dann gucken wir uns das mal an. Hier jetzt spezifisch für die Vindiktoren. Windiesel-Diktoren, dienen als verlässlicher Kern jeder Armee der sturmgeschmiedeten Ewigen, ob es darum geht, ein Ziel zu halten, eine wichtige Einheit zu schützen oder einen gefährlichen Feind zu beschäftigen. Die Vindiktoren werden sich in nahezu jeder Situation gut schlagen, mit oder ohne Unterstützung durch andere Einheiten. Und hier werden dann auch Pros und Kontras aufgelistet. Zum Beispiel als Pro steter Schaden. Mit der Fähigkeit Rüstzeug der Sturmseele verursachen die Vindiktoren für jede 6 bei einem Trefferwurf eine tödliche Verwundung, wodurch sie verlässlich jede Feindeinheit ausschalten können. Und als weiteres Pro Widerstand. Vindiktoren halten selbst schweren Schlägen stand. Ein Schutzwert von 3 plus hält viele Attacken ab, während der hohe Mutwert hilft, selbst in der Schlacht zu bleiben, wenn sie Modelle verlieren. Jetzt geht da draußen natürlich die Kirchenglocke los. Und als Kontra wird Beweglichkeit aufgeführt. Sobald sie aufgestellt sind, sind die Vindiktoren durch ihren Bewegungswert von 5 eingeschränkt. Wähle weise, wo du sie platzierst, da sie nicht weit bewegt werden, außer sie rennen. Und dann als Ziele halten. Ein guter Einsatz der Vindiktoren ist das Halten von Zielen. Du kannst darauf zählen, dass sie die Attacken deines Gegners lange genug aushalten, um einige Punkte zu erhalten oder Verstärkung zu schicken. Das finde ich mega, mega gut.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas in Conquest und Imperium gab. Und das finde ich halt auch selbst... Ja gut, ich habe mit den enthaltenen Armeen noch nicht wirklich gespielt. Aber das finde ich mega hilfreich. Also da bin ich jetzt gerade wirklich komplett begeistert, dass sowas in der Heftreihe behandelt wird. Ich finde es notwendig, weil einfach bei dieser ganzen schieren Überzahl an potenziellen Einheiten, die ihr eben für eine Armee wählen könnt, geht halt komplett unter, wenn ihr euch jetzt nicht in irgendwelche Guides rein wuselt, für was welche Einheit gescheit ist. Und das finde ich super übersichtlich, einfach verständlich und wirklich großartig gelöst. Sollte es halt auch, finde ich, in Armeebüchern und Kodizes geben. Aber das ist halt hier in der Heftreihe absolut Gold wert, finde ich. Wie seht ihr das? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. So, das gleiche dann auch nochmal für die Wanstreißer der Oruks. Und die haben unter anderem als Pros aufgeführt hoher Schaden und flexibel. Hoher Schaden mit ihren vielen Attacken und den tödlichen Verwundungen durch giftbeschmierte Waffen verursachten Wanstreißer viel Schaden. Besonders wenn sie von Gift und Elixiere profitieren. Flexibel. Wanstreißer eignen sich für einige Aufgaben auf dem Schlachtfeld. Sie können ein Ziel halten, eine deiner verwundbaren Fernkampfeinheiten schützen oder an der Front kämpfen, alles mit ähnlicher Effektivität. Also ein bisschen so die... das eierlegende Wollmilch-Squick. Und als Kontra brauchen Unterstützung. Wanstreißer sind ohne einen Helden in der Nähe weniger tödlich wie einen Sumpfufer-Schaman. Der giftbeschmierte Waffen verstärkt oder ein Killerboss, der ihre Kampfschockresistenzen erhöht. Kampfschockresistenz wird ja, glaube ich, dann mit der vierten Edition eh relativ überflüssig sein. Aber an für sich, ja. Am besten setzt du deine Wanstreißer als Leibwache für deinen Sumpfufer-Schaman und den Killerboss ein. Sie schützen deine Helden, bewahren sie vor Schaden und profitieren stark von allen stärkenden Fähigkeiten jenes Helden. So. Also, diese beiden Seiten und die noch kommen werden, sind so großartig, finde ich. Also, das ist wirklich perfekt. Also, so muss das sein. Das ist wirklich für Einsteigende so leicht verständlich und nachvollziehbar. Also, mega gut. Also, das sollte wirklich Pflicht auch werden bei Games Workshop, Codices und Battletomes Armeebüchern. Absolut, ist meine Meinung. Auf diesem Hügel werde ich sterben. Offene Feldschlacht 9, Kriegsnebel. Da muss ich immer direkt an Command & Conquer und Konsorten denken. Command & Conquer und Konsorten. Aber ich habe heute einen Clown gefrühstückt, glaube ich. Ein Clown-Squick. Ja, Ziele der Bündnisse. Ordnung wird aufgestellt mit der Ritterin Arcanum, Fürst Impertant, Gardus Stahlseel, 4 Prätoren, 6 Griffhunde und Zerstörung Sumpfrufer, Schamane und Topgrott, Zabak, Zabak Skills, 3 Bolzenschießer, 10 Hauptgrottschlitzer und Matschkriecher Slogoff. Wäre jetzt natürlich mega geil, wenn die genannten Einheiten dann auch hier direkt eingesetzt werden würden, damit ihr das auch direkt ein bisschen visualisiert habt. Aufstellung. Oh ja, hier wird die Spielmatte mal so ein bisschen interessanter aufgebaut. Hm, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Faszinierend. Und Ausblick auf die nächsten beiden Ausgaben. Ja, mit Ausgabe 30, meine Lieblinge. Was soll ich dazu sagen? Naja, jedenfalls vergessen wir, dass Ausgabe 30 existiert. Ich werde es euch nächste Woche zeigen und dann tief in meinem Schrank verbannen. Und freue mich dann direkt auf Ausgabe 31 mit den Vigiloren. Denn da bekommen wir sehr schicke Modelle. Und was ich halt immer sehr toll finde, wenn es Fernkampfeinheiten sind. Stormcast Eternals mit Bögen. Yes! Liebe ich. Also, ich bin sowieso, so als kleine Randanekdote, alles was halt so Richtung Fantasy und
Mittelalter und sowas geht, ja, so Herr der Ringe, Fantasy-like, sag ich mal, wo man sich einen Charakter erstellen kann, spiele ich immer irgendwas mit Bogen. Also bei World of Warcraft Jäger, Lieblingsklasse, bei Dungeons & Dragons spiele ich halt auch gerne Waldläufer und sowas alles. Bei Diablo spiele ich dann halt auch Range-Klassen. Und habe tatsächlich bisher auch so ein bisschen so diese Fernkämpfe bei Warhammer vermisst. Und ja, ich finde es geil, dass da halt jetzt eben Bogenschützen kommen. Mal gucken, vielleicht besorge ich mir die Ausgabe zweimal, einfach weil ich gerne viel Bogen und Pfeile haben möchte. Mal gucken. Ja, jedenfalls, das ist nämlich wirklich ein kleines Highlight. Freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten, ja, so rückblickend betrachtet, nette Ausgabe. Zwei Farben und wie gesagt, für mich das absolute Highlight, eben diese Truppenerklärung, was deren Pros und Kontras und wofür die am besten nutzen sollt. Also das ist wirklich gerade mein absolutes Highlight dieser Ausgabe. Und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Findet ihr sowas nützlich oder wollt ihr euch da lieber selber reinfuchsen? Oder denkt ihr auch, das ist aus den Schriftrollen alles super ersichtlich, für was sie geeignet sind? Und wie seht ihr so meinen Gedankengang, dass sowas meiner Meinung nach in Armeebüchern, Kodizes etc. Halt einfach grundsätzlich drin sein sollte, dass für Menschen, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind, die neu mit dem System einsteigen und dass sie halt einfach da so ein bisschen an die Hand genommen werden und da so ein bisschen einfacher Zugang finden. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr natürlich auch Lust habt, schaut auf unseren Discord-Server, der ist auch hier unten in der Video-Info verlinkt. Könnt ihr gerne beitreten, mitplaudern und seid auch auf dem neuesten Stand, was meinen Kanal angeht. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr gute Laune da lasst und auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt unartig.